Muss ich jetzt das wirklich kontrollieren, ob er das macht? Hier auf meinem Handy? Es darf ja wohl nicht wahr sein. Aha, jetzt, nein, jetzt hat er es gecheckt. Also, dann aktivieren wir doch das mal. Für alle die, die heute schon wieder einmal auf Bus warten müssen. Nein, wir sind ja wie die Schweizer, wir sind nur eine Minute zu spät. Ich möchte euch Okay. heute ganz herzlich die Claudio Cafuta vorstellen. Sie ist eine Saarländerin, die es in den hohen Norden verschlagen hat, nach Lübeck. Und wir sprechen ja im Magic Talk immer wieder über gewisse Themen, psychologische Themen oder warum wir Menschen eben was tun, was wir tun. Und die Claudia kann da ein bisschen mehr. Sie ist der Dr. Doolittle aus Lübeck, kann man das so sagen? Du kannst mit den Tieren reden. Ja, in die Richtung. Doch, doch. Ja, und ihr kennt ja sicher alle die Story, oder? Von Dr. Doolittle. Weil ich tue ja im Vornherein immer ein bisschen recherchieren und ich habe jetzt mal nur die Schweizer Zahlen rausgesucht. Also es sind 48% aller Haushalte, die ein Haustier halten. Ich gehöre zu den 52%, die macht nur Babysitting. Mit den Tieren oder mit den, ja, ich habe selbst keins mehr. Und es ist mega spannend, was siehst denn du als, ja, als eben der Dr. Doolittle aus Lübeck? Was hilft dir psychologisch ein Haustier? Ja, also ich muss dazu sagen, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, dass du mich eingeladen hast. Und dann muss ich dazu sagen, dass ich ja über 32 Jahre Tierheilpraktikerin bin. Also ich war ja jetzt nicht vom ersten Tag an Tierdolmetscherin. Und was ich dann aber gesehen habe im Laufe meiner Praxiserfahrung ist, dass die Menschen oft nur noch genervt und gehetzt und gestresst sind und nicht mehr richtig auf ihr Tier achten, beziehungsweise da auch die Verbindung zu dem Tier einfach verloren geht. Und das machen sie ja nicht mit Absicht, aber ne, nur Gehetze den ganzen Tag und ach ja, 5 Minuten reicht mit dem Hund. Und das Thema ist ja, dass die Tiere nur das tun, was du ihnen vorgibst. Und ob das jetzt eine Katze ist oder ein Hund oder ein Pferd, also das sind die drei Tierarten, mit denen ich halt arbeite. Also Vögel oder Heimtiere, das ist nicht mein Fall. Da gibt es andere Menschen dafür, die sich damit besser auskennen. Aber ich, wie gesagt, habe mich auf diese drei Tierarten spezialisiert. Und genau das ist das, was ich halt den Menschen nochmal näher bringen möchte, dass sie einfach nochmal mehr hinschauen und mehr hinsehen, was ihr Tier ihnen zu sagen hat. Also du Und meinst, sorry, wenn ich dich da unterbreche, du ja, meinst kann so man nicht. diese, es gibt ja so diesen Ausdruck, so wie der Hund, so der Meister. Und Ja. ich glaube, bei mir laufen sie alle immer vorbei zum Hundespaziergang. Aber eben der Großteil ist ja spannend. Du hast jetzt gesagt, Katze, Hund und Pferde. Gut, zählst du Pferde auch als Haustier? Ja. Ach, ja, okay, Das steht aber nicht bei mir im Wohnzimmer. hast du nicht bei dir im Wohnzimmer, gell? Nee, weil bei uns in der Schweiz ist es wirklich so, dass ich habe das mal raus, wir sind 8,8 Millionen Einwohner und haben 1,85 Millionen Katzen. Muss ich das mal vorstellen? Hunde kommen erst an dritter Stelle. Vorher hat es noch Aquarien. Also gut, ich meine, mit Fischen kannst du wahrscheinlich nicht reden, aber wenn sie dann so Rücken auf da schwimmen, dann weißt du, hast du was falsch gemacht. Ja, Oder? genau. Und es hat auch relativ viele Reptilien und Vögel und ich glaube auch Vögel, also ich meine, ich kenne mich da auch nicht wirklich aus. Bei mir tun die Tiere einfach, die sind alle wie normal, wenn ich irgendwelche Vögel oder was auch immer hüten muss. Aber was mir auffällt, ist, dass du eben sagst, die Menschen, sie haben ja das Tier im Grunde genommen, damit es ihnen besser geht. Das heißt, es ist ja, wenn du eine Katze streichelst oder einen Hund, das ist ja beruhigend. Aber wenn du immer nur noch im Stress bist, dann wird dann eben das Tier wie der Meister. Könnte Genau. man das so umsetzen? So kann man das sagen, ja. Was ist Weil ich dann weiß, was ist ja, das ich weiß. größte Problem?
was die Tiere annehmen. Ja, einfach, wie ich eben schon sagte, die Hektik und der Stress der Menschen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wenn ich hier durch Lübeck gehe, sehe ich ganz viele Menschen halt ebenso spazieren gehen und den Hund als Accessoire an der Leine. Und irgendwann kann der Hund, also sprich, er bekommt natürlich keine Aufmerksamkeit oder wenig Aufmerksamkeit. Und irgendwann hat der Hund keine andere Wahl mehr, als krank zu werden, weil dann bekommt er wieder Aufmerksamkeit. Und natürlich können Tiere auch Krankheiten von Menschen übernehmen. Das ist ja auch erwiesen und das ist ja auch gar kein Thema. Aber wie gesagt, es hat ja jeder mal Stress oder es ist ja jeder mal nicht so gut drauf und dann wird das dem Tier auch nicht schaden. Aber wenn es sozusagen zum Dauerzustand wird, dann zeigt der Hund oder wie gesagt die Katze oder das Pferd, zeigt dir ja schon vorher Anzeichen, dass ihm irgendetwas nicht passt oder nicht gut geht. Und wenn du das ignorierst, dann bleibt dem Tier nichts anderes übrig, als krank zu werden, weil genau dann weiß es, es kriegt ja wieder die Aufmerksamkeit. Ja, also es ist ja im Grunde genommen wie der Mensch auch. Wenn der Mensch seine Aufmerksamkeit nicht bekommt, dann wird er krank, weil dann Ja. bekommt er sie. Und was ich ja so spannend finde, ist, dass es ja so wahnsinnig viele Katzen sind, weil Katzen sind ja schon sehr independent. Also Ja. eine Katze, eben, du brauchst sie nicht baden, außer du hast so eine Katze, die gerne schwimmen geht, aber normale Katzen. Naja, vom Wasserhahn trinken ist okay, aber sonst sind sie ja nicht wirklich badefreudig, können aber schwimmen. Ja. Und die Katzen schlafen auch extrem viel, sie putzen sich selber. Das hast du mit einem Hund natürlich alles nicht. Ein Hund musst du bürsten, ein Hund musst du, ich sage jetzt mal die meisten wahrscheinlich, du musst auch regelmäßig raus. Und was ich so gefunden habe, ist, dass, oder auch die ich beobachte, dass viele Hunde übergewichtig sind. Aber bei Katzen ist es, das ist ja auch so zu sagen, ein Punkt, da ist ja die landläufige Meinung auch noch, naja, eine Katze, da gibst du dir zu fressen und die schläft den ganzen Tag und dann ist alles okay. Aber das ist auch nicht alles okay. Natürlich, es ist ja jedes Tier individuell. Ob das jetzt ein Hund ist oder eine Katze. Der eine braucht mehr Bewegung, der andere braucht weniger Bewegung. Und es kommt auch darauf an, ob das eine Wohnungskatze ist oder eine Katze, die rausgehen darf, also eine freilaufende Katze. Aber glaube, Katzen und Menschen sind schon noch viel enger. So, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich Menschen über Katzen erzählen höre, letztes Mal hat mir eine vom Schiff, glaube ich, 2 Stunden von Rapperswil bis nach Zürich, hat sie mir erzählt, dass sie wie sagt man, die haben so braune Ohren, ein beiges Fell und sind sehr, sehr lebhaft. Siamkatze. Sie hat dann gesagt, sie Siamkatze. hat alles zugemacht überall, weil die Katze nonstop irgendwas anstellt. Und habe gesagt, ja, ich glaube, das wird ihr Leben lang so bleiben. Ich glaube, da muss man schon auch darauf achten, was für eine Straßenrandmischung von Hund Ja. oder eine Katze vom Bauernhof. Aber wenn sie in der Wohnung ist, sollte man schon darauf achten, dass die Katze auch. Ja, die sagen Boston Terrier, den kann man zu Hause lassen oder so eine Kartäuserkatze, die ist sicher geeigneter. Aber wenn eine Katze rausgeht, man muss sie trotzdem um sie kümmern. Ja klar, man muss sie halt eben auch bespaßen. Also wie gesagt, die einen wollen noch bespaßt werden, den anderen ist es relativ egal. Aber Ja. trotzdem muss man eine Katze auch beschäftigen. Und das ist halt eben der Irrglaube, der immer noch herrscht, dass eine Katze, ja, die ist da, die wird gefüttert, die kann ich streicheln und dann ist gut. So ist es bei Katzen Ja, auch dann nicht. machen sie Und man komische darf auch Dinge, nicht. gell? Dann machen Ja, sie dies und genau. das. Das konnte Die meine schon nicht. hängen. So gucken und dann tangen auf dem Boden. Also wenn sie keine Ja. Aufmerksamkeit hatte, dann hat sie die Zeugs rumgeschmissen. Was Ja. mir aber auffällt, ist, ich habe eine Kollegin, die hat so Kartäuserkatzen, die sind wirklich extrem schwer. Ja. Also weißt du, so dieses Träge. Und wenn ich auch die Leute eben, die ich beobachte, die vorbeilaufen, wenn der Besitzer so rund ist, ist der Hund meist auch so. Das heißt, die Ja. Aufmerksamkeit
die sie sich selbst nicht geben, auf der psychologischen Seite, geben sie dann ja auch dem Hund nicht. Oder Ja. was? Ich weiß nicht, Ja. kannst du einen Hund mit in zur Arbeit nehmen? Mein Hund kommt mit zur Arbeit, ja. Der arbeitet immer bis 15 Uhr nachmittags, dann habe ich Mittagspause bis um 4 und die restlichen 3 Stunden bleibt er dann bei den Katzen zu Hause. Dann haben die Party untereinander. Die machen Party zusammen und stellen was an. Aber es haben ja viele Leute, die können ja ihre Tiere nicht mit zur Arbeit Ja. nehmen. Und ich meine, es reicht einfach. Wir hatten jetzt gerade hier so ein Thema, dreimal 20 Minuten kurz rausgehen. Ich meine, ein Hund mag es ja wie du auch nicht immer die gleiche Zeitung lesen. Ja. Und wie äußert sich dann das? Also, du hast gesagt, du bist ja eben die Dr. Doolittle. Wenn ja der Mensch krank ist, oft weiß es ja nicht mal, dass er krank ist. Aber du siehst es ja dann eben dem Hund an, dass irgendwas ist. Was sind so ganz typische Zeichen jetzt? Eben die Katze, die ist ja dann viel draußen, die kann man nicht so immer, wenn es nach draußen darf. Aber ein Hund, was sind so Anzeichen, wenn ein Hund wirklich eine Neurose zeigt oder keine Ahnung? Oder wenn er eben die Angst übernimmt. Das kommt ja auch oft ganz drauf an, wo der Hund her ist. Also mein Hund ist ja ein Straßenhund aus Rumänien und ich hatte zum Beispiel vor ihm eine Golden Retriever Hündin und meine Katzen haben zusammen mit denen in einem Korb geschlafen. Aber er möchte das nicht. Man muss dazu wissen, dass er auch taub ist. Heißt, er hört nichts und deshalb braucht er 1 Meter um sich herum beim Schlafen und beim Fressen. Und das ist aber den Katzen ja egal. Die stehen dann da trotzdem und wollen ihn sozusagen beglücken. Und da gab es natürlich dann auch halt erstmal ein paar Verständnisschwierigkeiten. Und so ist es halt ja auch in der Beziehung zum Mensch. Was für einen Hund habe ich mir ausgesucht? Ist es ein Hund, der wirklich zu mir und meinem Lebensstil passt oder auch nicht? Oder ist es, mein Lieblingsbeispiel ist immer der Husky im 6. Stock im Hochhaus und mit einem gehbehinderten Besitzer, das wird nicht funktionieren, weil der Husky nach 40 Kilometern sagt, und wo geht es jetzt noch lang? Und das muss man halt eben auch wissen, was ist das denn für ein Hund? Wenn ich dann, nehmen wir jetzt den Husky, ich kann mit ihm ja nicht laufen, weil ich nicht so beweglich bin und gehe mit dem 3 mal 20 Minuten. Ja, also der zerpflückt ja die Wohnung sofort. Und da kann man das ja schon sozusagen voraussehen, beziehungsweise ist es ganz klar, woher das kommt. Aber wenn ich jetzt einen alten Hund habe, den ich immer mitgenommen habe, er durfte den ganzen Tag bei mir sein, im Auto, wie auch immer, zur Arbeit, keine Ahnung. Und jetzt ist er älter geworden und kann jetzt nicht mehr so. Und du lässt ihn dann zu Hause, weil du willst ihn ja schonen, ist ja klar. Und das ist ja auch löblich sozusagen. Aber der Hund versteht das nicht, warum er jetzt zu Hause bleiben muss. Der fühlt sich sozusagen wie auf dem Abstellgleis. Und das ist die Kunst dann zu sehen. Ist er jetzt wirklich ruhig und liegt er da und schläft, weil er alt ist? Oder ist er so apathisch, dass er gar nicht mehr am Leben teilnimmt? Weil das sind zwei gravierende Unterschiede und da muss man schon ein bisschen genauer hingucken. Und ja, viele tun das halt eben ab. Ja, der ist alt, der kann nicht mehr so, der schläft auch viel. Ja, das ist ja auch richtig, aber man muss dann wirklich schon ein bisschen genauer hingucken, um dann rauszukriegen, ist er wirklich nur müde und schläft viel oder ist er wirklich so teilnahmslos, dass er gar nicht mehr am Leben teilnimmt und überhaupt gar keine Lebensfreude mehr hat. Ja, oder eben wie den, auf den ich dann immer aufpasse, der wird ja auch älter. Und Ja. wenn es dann regnet, dann kann er sich um den Küchentisch setzen und dann kannst du ihm dreimal rufen und er Ja. hört dann wie nichts mehr. Man muss ihn dann also wirklich motivieren zum Rausgehen. Ich glaube, Tiere werden ja auch älter und man muss da sicher Ja. aufpassen. Ja. Was mir einfach sehr auffällt, ist, dass mit den Hunden, auf den ich eben immer aufpasse, den kann ich wirklich laufen lassen. Ohne Leine, ohne nichts. Okay, jetzt April bis Juli darf man es im Wald nicht mehr. Da muss Ja. man schon so, dass er
Ja, und alleine gehen muss im Wald. Ist ja normal. Er ist mir auch schon abgehauen. Aber dass die meisten Hunde auch nicht gehorchen, also die gefährden sich selbst. Ich meine, wenn ich dem sage, bleib, stopp, dann macht er das. Das heißt, du musst einen Hund, eben wenn du hast vorher den Husky erwähnt, oder der Kollege, den ein Border Collie. Ein Border Collie ist einfach, wenn du dich bewegst, dann bewegt er sich auch. Der Hund, der bleibt nicht liegen. Weil der weiß, so jetzt geht was. Dass man sich auch klar wird, was für ein Hund, das man sich zulegt. Genau. Und dass man ihn erziehen muss nach seinen Charakteren. Die kann man ja in ganzen Büchern, gibt es ja überall solche, wie sagt man, Verhaltens. Ja, Ratgeber, was auch immer. Ja, was man Ja. da machen kann. Und du hast jetzt gesagt, du hast ein Tier aus Rumänien. Und wir haben hier jetzt gerade im Dorf was gehabt. Die Dame, die hat ein Tier vom sicheren Tod gerettet. Und da habe ich dann solche Fragezeichen, weil sie sitzt im Rollstuhl im dritten Stock ohne Lift und hat einen Hund. Nein, man muss sich doch genau überlegen. Ich habe übrigens nachher so ein Quiz für euch, den man sich anschauen kann, welches Haustier für welchen Menschen. Also wenn man sich nicht bewegen kann, dann ist einfach ein Hund falsch. Ja, aber du weißt ja auch, dass sozusagen der Trend oder die Mode, ich glaube, es ist jetzt schon wieder weniger geworden, aber hier Paris Hilton zum Beispiel, diese ganzen Handtaschenhunde, die ja auch nicht laufen dürfen oder weil sie nur auf dem Arm getragen werden, man muss ja noch nicht mal im Rollstuhl sitzen, aber die werden nur auf dem Arm getragen und dann denke ich auch immer, und dann sage ich auch immer, hallo, das Tier, erstens mal, es ist ein Lebewesen. Es ist Hund. Darüber muss man, ja, dazu muss man wirklich sich darüber klar sein, sonst kauft ihr lieber ein Stofftier. Und ja, er hat vier Beine zum Laufen und dafür ist er halt eben auch gemacht und dafür ist er dann auch da. Und wir haben hier in Lübeck auch eine Dame, die sitzt auch, die in so einem Elektrorollstuhl, aber die fährt dann sozusagen mit ihren Hunden dann noch aus. Und ja, das geht eigentlich ganz gut. Und die hören auch ganz gut. Insofern, wenn dann ein fremder Hund irgendwie vorbeikommt, ist das nicht so das Thema für sie. Aber wie gesagt, da muss man auf jeden Hund und auf jeden Besitzer individuell eingehen. Bei den einen geht es gut, aber grundsätzlich geht es natürlich gar nicht, wenn jemand im Rollstuhl sitzt und der Hund nicht rauskommt. Ja, muss er dann Ja, sie werden auf auch den so Balkon? komisch. Ja. Weil, also ich sehe es ja nur, wenn ich irgendwo unterwegs bin, habe ich schon erlebt, weil die Tosca ist schwarz und groß. Und schwarz und groß, ja. Ja. Aber da kam einer entgegen, der hatte wirklich so einen kleinen, auch ohne Leine. Und die zwei haben sich angeguckt, zack, und ist weitergelaufen. Und dann haben wir nur uns angegrinst. Also ich glaube, die Erziehung eines Hundes hat schon sehr was mit der Psyche des Menschen zu tun. Einfach einen Hund zuzulegen, das bringt es einfach nicht. Da in Bergen oben hat mir schon einer zu mir gesagt, ja, der Hund weiß nicht, dass er so kurze Beine hat. Eben, lass ihn laufen. Aber wenn wir nochmal zurückkommen, die Folgeerscheinungen, der Hund ist ja wie ein Spiegel. Eben und despektierlich sagt man so wie der Hund, so wie der Meister, so der Hund. Und das ist das, was ich hier beobachte, wenn sie bei mir vorbeilaufen. Was kannst du beitragen, wenn eben Tiere anfangen, ja, komische Symptome zu haben, wenn sie plötzlich, meine Katze war nie krank. Die kam nur ein einziges Mal unter das Auto. Und dann habe ich dann da war sie etwa 2 Jahre alt, und dann habe ich zum Tierarzt gesagt, so, jetzt lasse ich sie nicht mehr raus. Da hat er gesagt, nein, nein, jetzt guckt sie schon. Und die ist 18 Jahre alt geworden in der Stadt Zürich. Ja? Aber wenn Tiere krank werden, wenn so, ich meine, es gibt auch, das ist ja auch mit Kosten verbunden. Das ist ja nicht, wenn du zum Tierarzt gehen musst. Naja, klar. Aber es gibt ja auch zum Beispiel, wenn du jetzt so einen älteren Herrn nimmst oder Opa, wie auch immer, ich möchte jetzt keinen persönlich angreifen, aber sagen wir mal ab 70 aufwärts, der vielleicht dann nicht mehr so gut zu Fuß ist. Es gibt natürlich 70-Jährige, die sind noch topfit und dann gibt es 70-Jährige, die Ja. gar nicht mehr, ja.
Aber du weißt, was ich meine. Also ein 70-Jähriger oder egal welches Alter, der halt eben nicht mehr so ganz fit ist und zum Beispiel auf dem rechten Knie ein Thema hat und humpelt. Und wie oft siehst du dann, dass der Hund auch rechts humpelt? Und der Hund hat aber überhaupt gar nichts am Knie, weil er passt sich halt eben erstens mal dem Tempo von dem Besitzer an, weil er könnte auch viel schneller laufen. Oder er übernimmt das halt, weil der Besitzer ihm zeigt, so, ich humple jetzt rechts, dann musst du jetzt auch rechts humpeln. Das sind halt eben auch so diese Dinge, die man dann abchecken muss. Oder ist vielleicht das Equipment, also heißt beim Hund, es gibt ja Hunde, die Geschirre anhaben, so ein Brustgeschirr. Wenn das zu eng ist und der Hund fängt an zu lahmen, weil die Schulterfreiheit vielleicht gar nicht mehr gegeben ist. Also es gibt so Okay. tausend Dinge, auf die man aufpassen muss. Und das heißt noch lange nicht, dass wenn ein Hund humpelt, er dann auch wirklich irgendwas Etwas hat. hat. Okay. Er braucht auch nur im Schnee, was weiß ich, es gibt ja Hunde, die Schnee mögen, manche mögen die noch nicht. Aber wenn dann der Schnee so unter den Pfoten klumpt, wie viele humpeln dann und sind sie aus dem Schnee raus und der Schnee ist weg, laufen sie wieder ganz normal. Es gibt so viele Dinge, die man da halt eben beachten muss. Also man muss schon bei sich selbst Ja. schauen. Also wenn ich Magenschmerzen habe, so diffuse, nicht weiß, warum muss ich mich wundern, wenn der Hund das auch hat. Ja. Da, wie ist denn deine Erfahrung eben als Tierdolmetscherin? Sind sich die Besitzer bewusst, dass der Hund ihnen einen Spiegel vorhält? Nein. Also ganz viele sind es nicht, weil ganz viele auch diese Betrachtungsweise noch überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben. Für die ist immer noch der Tierarzt das A und O, was ja auch alles okay ist, darf ja jeder wählen, was er möchte. Aber die sind gar nicht, erstmal gar nicht bereit, einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Und wenn sie es tun, das hatte ich letztens erst wieder, da ging es dann auch um, ja, es war ein Hund, dann habe ich halt eben auch etwas zu dem gesagt. Na, nein, 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 das ist nicht so, das kann so gar nicht sein. Also wenn sie dann das nicht hören wollen, was du ihnen sagst, ja. Weil also man kann ja auf Fernsehen gucken oder Zeitung lesen oder eben die Leute beobachten. Für mich ist es immer spannend. Es gibt so viele Dinge, die ich zum Beispiel nicht weiß und warum dass Menschen Angst haben. Oder von Hunden, eben die Tosca ist schwarz. Und es, wie überall auf der Welt gibt es ganz verschiedene ethnische Ja. Zusammensetzungen. Und ich glaube, viele Menschen aus dem Balkan oder Flüchtlinge, die kennen die Hunde nur als Streuner. Und dann ist es wie, also schwarz ist dann schon komisch, dass man sich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei uns musste man eine Weile in die Hundeschule gehen. Also dem Hund auch klare Dinge beibringen. Und das gehört ja auch dazu, dass man eben dem Hund, der Hund muss ja dir vertrauen und umgekehrt. Und das habe ich oft das Gefühl, die mit diesen langen Leinen da, weißt du, diese Dinge da, Die Flexileine. da fehlt irgendwas. Genau, weil der Hund lernt ja überhaupt keinen Stopp. Der kann ja immer und überall irgendwo hin. Und das ist halt eben auch das Thema. Ein Tier braucht ja auch Grenzen und Regeln. Wie wir auch, Und oder? vor allem, ja, genau, und vor allen Dingen braucht das Tier Klarheit. Und das ist auch eines der wichtigsten Themen. Weil wenn du nicht klar in deinem Kopf bist, weil du den ganzen Tag, was weiß ich, heute hast du dich über deinen Chef geärgert, morgen ist es der Opa, der vor dir im Auto fährt, keine Ahnung. Du hast tausend Dinge im Kopf. Wie soll das Tier wissen, was du von ihm willst? Das funktioniert nicht. In der Zeit, wo du mit dem Tier zusammen bist, musst du sozusagen ja auch präsent sein. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß, was präsent Also eben ist. nicht mit diesem Aber da. ja, genau. Und du musst einfach im Hier und Jetzt sein. Und wenn du nicht weißt, ob du präsent bist, dann rede einfach laut mit dem Tier. Also was heißt, du musst jetzt nicht durch die Gegend schreien, aber rede laut mit dem Tier, dann bist du auf jeden Fall im Hier und Jetzt. Und dann versteht dein Tier auch, was du von ihm willst. Aber nicht, wenn du das Hamsterrad im Kopf hast und 125 Dinge.
Keine Ahnung, was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt gerade ausgehen? Soll ich rechts? Soll ich links? Ach, ich gehe mal. Und wenn der Besitzer die Führung nicht übernimmt, dann muss halt eben das Tier die Führung übernehmen. Und dann ist das Geschrei ja wieder groß. Das ist natürlich eben, das ist genau gleich, wenn du Kinder hast, du musst im Rahmen Ja. setzen, mit dem Tier auch und mit dem Tier, weil mit dem Tier reden ist das eine, aber es kennt, Befehle sind wichtig, dass er eben auf dich hört. Und du hast gesagt, du machst es mit Katzen und mit Hunden. Und wie ist denn das mit den Pferden? Also ich bin ja eine, ich sage immer, ich habe Schiss vor den Pferden. Es hat Ja. mir bewusst nie am Pferd etwas gemacht. Ich kann mich nur erinnern, diese, wir sagen eine Hürlimann-Bräu, das ist diese riesengroßen, weißt du, die Bierwagens gezogen haben als Kind. Ja. Ich sehe mich heute noch da stehen, so ein kleines Mädchen und das Riesenpferd. Ja. Und Oma hat immer gesagt, stell dich nicht hinten dran. Also ich habe von Ja. Pferden keine Ahnung. Was ist dann bei Pferden das Riesen, die größte Herausforderung, dass Pferde eben. Ja, zum Beispiel, ich habe ihm gesagt, wenn ich vorbeilaufe, der merkt, wenn ich zu Hause rausgehe und dann beißt er mich. An Also, was liegt das, dass die Pferde so, wie soll ich sagen? Gut, eben, ich sage, es ist nicht ein Haustier für mich, aber für dich ist es eins. Was ist der ja. Unterschied zu so einem riesengroßen Viech, zu diesen kleinen Viechern da? Gibt es überhaupt einen? Also nicht wirklich. Im Gegenteil, Pferde sind eigentlich noch viel sensibler als Hunde und Katzen. Und bei denen muss man wirklich so genau schauen, weil manchmal ist es nur ein Wimpernschlag, wo du merkst, dass sich jetzt die Stimmung irgendwie ändert. Und dazu muss man ja auch immer noch bedenken, dass Pferde immer Fluchttiere sind, Okay. was natürlich ja Hunde und Katzen nicht sind. Die sind ja sozusagen immer auf Alarmbereitschaft und könnte jetzt was passieren. Und dann, das ist ja einfach auch allein schon durch ihren Körperbau. Die Muskulatur ist ja auch eine ganz andere als die von Hunden, weil die sozusagen ja auf Flucht und Sprint ausgelegt ist. Und natürlich kommt es auch da immer auf das Pferd an. Also meine Freundin hat zum Beispiel eine Haflingerstute. Also wenn ich gerade die Atombombe neben ihr explodieren würde, dann wackelt die nicht mal mit dem Ohr. Und andere gibt's, die guckst du nur an und die sind schon 3 Kilometer weiter weg, weil sie sich dann erschreckt haben. Es kommt natürlich auch auf den Typ vom Pferd an. Oder ich war dann auch, also 2019 durfte ich auf Mauritius Rennpferde behandeln. Und für mich waren die Wesen vom anderen Stern, weil Rennpferde, aber ich musste feststellen, es war auch ein normales Pferd. Es hat genauso reagiert wie die anderen auch. Aber dazu hatte ich nie einen Bezug und das war natürlich auch eine sehr spannende Reise dann für Aber mich. ist das antrainiert? Also, ich meine, es gibt bestimmt, ich kenne es einfach aus Amerika, also die Quarter Horses oder eben diejenigen, die dann eben an die Rodeos gehen oder eben halt die Pferde, die sie brauchen für den Viehtrieb. Das sind ja Pferde auch verschiedene Rassen und Ja. verschiedene Körperbau. Ich habe Genau. einfach gemerkt, da beim Kollegen, der hat so Trick Horses. Also dem kannst du sagen, leg dich nieder, dann legt er dich nieder und dreht sich. Der geht dann eben so auf Rodeos mit diesen Dingen. Die Ja. sind aber relativ klein. Sind aber Pferde, keine Ponys sind Pferde. Und wenn ich hier hat es einen Pferdehof hier oben, was ich noch nie beobachtet habe, bei Pferdebesitzern, die sind da. Was habe ich jetzt noch nie einen Reiter gesehen, der ein Handy vor dem Gesicht hatte? Nee, vom Gesicht nicht, aber wenn er auf dem Pferd sitzt, schon. Das gibt's auch. Echt? Okay. Ja. Okay. Also im Grunde genommen kannst du sagen, Mensch und Tier und Tier und Mensch sind wie zwei Spiegel. Und je nachdem, wie es ist. Und du hast gesagt, die Schreckhaftigkeit, das ist irgendwie, ja, ist für mich klar, eine Katze, wenn zum Beispiel Silvester war, dann hatte sie in die Bettzeugschublade, hat sie sich versteckt. Ja. Dem Hund normalerweise habe ich gesagt, du, ist alles ist gut, dann hat er auch nichts gemacht. Dieses Jahr war es aber schlimm. Da habe ich ihm dann ein paar Notfalltropfen gegeben, habe gedacht, was ein Mensch hilft, hilft auch dem Tier. Und Das stimmt. Pferde, hast du gesagt, sind Fluchttiere. Also jetzt haben wir drei verschiedene
Vierbeiner. Und du kommunizierst mit diesen Tieren via die Besitzer oder direkt mit dem Tier? Nee, also meistens ist es ja so, ja, auch wenn sich das jetzt ein bisschen schräg anhört, aber die Tiere rufen mich schon, auf jeden Fall. Das muss natürlich ja über den Besitzer gehen, weil die Katze kann ja nicht telefonieren, komm mal bei mir vorbei, ich habe hier ein Thema. Noch nicht. Nee, noch nicht. Noch Aber nicht. es ist definitiv so, dass wenn ich dann zu diesen Tieren hinkomme, ich schon weiß, warum ich da hinkomme. Also da gibt es schon eine ja, gewisse energetische Verbindung zwischen uns auf jeden Fall. Und ja, es ist ja meistens so, dass die Besitzer dann wissen wollen, was das Tier halt eben für ein Thema hat. Und sie dann mir auch ihre Fragen sagen, die ich dann dem Tier halt eben stelle. Also bei mir ist es jetzt nicht so wie bei manchen anderen, wo ich jetzt dann die Lebensgeschichte von dem Tier erzähle, sondern ich stelle halt eben konkrete Fragen, was der Besitzer wissen will, und kriege dann auf energetische Art und Weise eine Ja- oder Nein-Antwort und kann dann reagieren. Ja. Also es ist ja so, wir arbeiten ja beide auch mit Access, mit Menschen und da kannst du ja immer Genau. fragen, Wahrheit, ja oder nein und dann kommt dann. Aber du sagst, groß und ganzen ist es immer der Spiegel des Menschen, was vom Tier kommt. Und wenn man natürlich ein Mensch kennt, wie ich eben die Besitzerin von Tosca, da weiß ich natürlich Dinge und warum sie wie reagiert, weil ich sie gut kenne. Und das ist ja bei dir nicht der Fall. Du machst ja auch das über die Ferne. Das heißt, wenn man dich buchen möchte und wenn man jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich möchte jetzt eine Katze oder einen Hund oder ein Pferd zulegen, da habe ich ja vorher von einem Quiz gesprochen. Was würdest dann du jemandem raten? Also ich hab mir hier den Zettel hingehängt. Die erste Frage musste sein, wie aktiv bist du? Weil jetzt gehen wir mal von Katze, okay, Hauskatze, die Katze schläft oft, aber man muss doch ihr Aufmerksamkeit schenken. Ein Hund muss einfach, ich weiß nicht, zwei, dreimal im Tag muss sie raus. Ich glaube, ein bisschen noch spannend, ob Männchen oder Weibchen. Weiber sind da vielleicht ein bisschen weniger anfällig, also ich weiß es nicht. Aber was ist das so das Hauptkriterium, was man sich da anschauen muss? Wie berufstätig? Oder eben Kinder, weil Kinder wollen ja oft Tiere. Meine wollte auch immer eins. Und ich habe gesagt, weißt du was, ich habe nebst der Arbeit, neben allem dran, keine, ich will nicht noch mehr Verantwortung. Weil es hängt ja dann an mir. Also diese Konsequenz dann zu warten, bis dann die Kinder tun, was sie tun sollen, geht vielleicht auf den Bauernhof, wenn der Hund einfach draußen sein kann. Was würdest du sagen, ist der nächste Schritt, wenn man mal die Aktivität eines Menschen, wenn er sich dessen bewusst wird? Also als allererstes muss man sich darüber bewusst sein, bevor ich überhaupt an irgendein Tier denke, weil sonst ist wirklich das Stofftier das bessere, die bessere Lösung. Es kommt natürlich aufs Tier an, ob du jetzt einen Hund oder ein Pferd oder was auch immer nimmst. Aber geh mal davon aus, dass du, wenn du dich für ein Tier entscheidest, was ein Lebewesen ist, dass du damit 10 bis 30 Jahre Spaß hast. Und das jeden Tag, 365 Tage im Jahr. Und nicht nur 1 bis 2 Stunden, sondern rund um die Uhr. Und wenn du dir darüber bewusst bist, dann kannst du mal den nächsten Schritt gehen. Und da geht es dann um die Grundbedürfnisse. Kann ich die erfüllen, die ein Tier hat? Das heißt, gutes Futter, Bewegung, soziale Kontakte. Das sind halt eben die wichtigsten Dinge. Und da fängt es ja dann schon an bei der Rasse. Für welche Rasse entscheide ich mich? Will ich einen Familienhund haben? Habe ich Kinder? Brauche ich einen anderen Hund, als wenn ich vielleicht keine Kinder habe? Also meine Golden Retriever-Hündin, wenn die Kinder gesehen hat, hat die solche Augen gekriegt, hat sich sofort hingesetzt und, hallo, ich bin da, ihr dürft mich streicheln. Aber das kannst du nicht mit jedem Hund machen. Also Pucki hier zum Beispiel, der pfeift auf Kinder, ne? Und dann ist es so, will ich nur das Tier oder will meine Familie auch das Tier? Also es waren zum Glück nicht meine Fälle, aber ich hatte halt eben zwei von Bekannten, die mir das erzählt haben, dass in dem einen Fall nur die Frau
den Hund wollte, der Rest der Familie aber nicht. Heißt, der Hund ist um 8 Uhr abends in eine Box gesperrt worden und morgens wieder rausgelassen. Geht gar nicht. Und das zweite Thema war, dass man einen Welpen übers Internet bestellt hat, was für mich auch ein totales No-Go ist, weil ja, vorm Gesetz gelten Tiere schon als Lebewesen, aber beim Verkauf gelten sie immer noch als Sache Korrekt. und werden auch als solches behandelt. Mhm. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, dass dieser Welpe nicht nach einer Woche stubenrein war. Also ist er wieder zurückgeschickt worden, weil er nach einer Woche nicht stubenrein war. Und das geht überhaupt gar nicht, weil ein Tier ist keine Sache. Ein Tier ist ein Lebewesen. Und das sind halt eben schon erstmal die Hauptfragen, die ich abklären muss. Ja, und dann halt eben, kann ich ihn mitnehmen zur Arbeit? Wenn ich ihn mitnehme zur Arbeit, ist es ein ruhigeres Tier, ist es ein älteres Tier oder braucht der nur Spiel, Spaß und Beschäftigung? Was sagen meine Arbeitskollegen dazu? Darf ich das überhaupt? Oder wie gesagt, was sagt meine Familie dazu? Was mache ich mit ihm im Urlaub? Was mache ich mit ihm, wenn ich krank werde? Was kommen für Kosten auf mich zu? Das ist ja auch ganz wichtig zu Also wissen. Sie sagen hier ungefähr 100 Schweizer Franken im Monat muss man rechnen für Katze und für Hund. Ja, es kommt ja auch immer drauf an, was hast du dann? Hast du nur eine Haftpflichtversicherung für das Tier oder hast du auch noch eine Krankenkasse oder Ja. Krankenversicherung, OP, Gedöns, was auch immer? Braucht er noch extra Behandlung, weil er vielleicht immer getrimmt werden muss? Dann muss er immer zum Hundefriseur. Bin ich mir dessen Ja, da bewusst? habe ich mir gerade Und was so weiter und so. angehört, wie teuer das ist, dieser Hundefriseur. Ja. Aber du musst ja ein Hund, der muss ja gepflegt sein. Und das Ja. war auch eine dieser Fragen hier, wie hast du mit der Ordnung? Ich meine, es ist ja auch, hier in der Schweiz gibt es Mietverträge, da heißt ganz klar keine Haustiere. Und Haustiere Ja. heißt immer, sie ist mit Lärm verbunden. Also, dass man es auch vorher abklärt, ist es überhaupt gestattet? Und eben, wer Ja. will das Tier? Und was ich immer so dagegen bin, das habe ich in Amerika jedes Jahr gesehen, da werden immer Tiere zu Weihnachten verschenkt. Weil in Amerika hat man ja nur diese 2 Wochen Ferien nach dem ersten Jahr und alle Ja. ihre Feiertage. Aber du hast davon ausgesehen, dass Mitte Januar, Ende Januar hat es extrem viele streunende Tiere gehabt, weil sie dann gemerkt haben, aha, das Tier ist mit hier. Ich meine, wenn ich die Zahl angucke, 8,8 Millionen Einwohner und 1,8 Millionen Katzen. Ja. Also Allein 4 Millionen. in Deutschland. Ja, allein in Deutschland gibt es zwar keine Straßenhunde, dafür aber wildlebende, freilaufende Katzen. Und das sind 2 Millionen. 2 Millionen Katzen, die auf der Straße leben, die keinen gehören, die. Ja, und es sind ja nicht wirklich Wildkatzen, oder? Die Wildkatzen sind ja fast ausgestorben, gibt es ja fast nicht mehr. Und was ich eben auch so eine spannende Frage gefunden habe, ist, welche Tricks möchtest du denn deinem Tier beibringen? Und das ist so was, ich meine, wenn, okay, es gibt hier in der Gegend jemand, der hat einen Polizeihund, das ist nochmal was ganz anderes, das ist aber Ja. wirklich, der wird trainiert und trainiert und trainiert. Ich kenne Blindenhunde und wenn die du von der Leine lässt, dann sind sie Hunde wie alle anderen auch, kriechen in die Küche und fressen irgendwas zusammen. Also das heißt, ein Haustier sollte wirklich sich bewusst werden, was man tut. Und wenn man jetzt Ja. schon ein Tier hat, das kürzere Knall in der Schüssel hat, dann wäre es vielleicht Zeit, dass man die Claudia anruft. Wir tun nachher das alles unten reinstellen. Weil wir selbst, eben, es geht ja alles mit einher. Ein Tier soll Stressbewältigung sein, also Stressbewältigung, dass man eben runterkommt. Wenn man aber weiß, wie viele Monate, dass man warten muss, bis man in eine Klinik kommt. Ich habe heute nachgeschaut, wie lange es dauert, bis ein Kind zu einem Psychologen, gut, heute es haben ja alle Kinder angeblich irgendetwas, ist aber wie mit den Tieren, die Kinder übernehmen und die Tiere übernehmen. Ja. Und ein Tier ist genauso eine Verantwortung, die man nicht einfach holt und dann wieder eben Ja. zurückgibt, weil es dann nicht ist. Also diesen Quiz stelle ich euch nachher mal unten rein, da könnt ihr mal gucken, ob es wirklich
Ob es notwendig ist, man kann ja auch mit Tieren spazieren gehen. Also man muss ja nicht zwingend. Und du hast Ja, vorher die also. Kosten angesprochen. Ich weiß nicht, was bei uns, es kostet relativ viel, wenn man das Tier, es gibt viele Orte, da kann man sie nicht mitnehmen. Sei auch ins Restaurant. Also ich mag es nicht, wenn der Hund nebendran im Restaurant auf dem Stuhl sitzt. Also das ist für mich ein absolutes No-Go. Auch in Hotels sind sie nicht überall. Also man muss sie zu Hause lassen. Oder hat man jemanden, der dann wirklich auch sich um das Tier, Aufpassen. Ja, um das genau. Tier kümmert, oder? Ja, Jetzt ja. machen wir nochmal einen Schwenk zurück für deine Zukunft. Du hast von Pferden geredet. Du hast ja eine Wahnsinnsidee. Die werden wir zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal aufgreifen. Was hast denn du in Friesland vor? Wir kennen ja nur immer, wir sagen ja bei uns diese gelben Westen, weißt du, diese, Aus sagen wir diese Friesenerz. Friesennerz, ja? Aber Ja. du hast ja da was vor in Friesland. Erzähl mal noch kurz, bitte. Ja, und zwar habe ich auch schon in meinem Leben 15 Jahre lang in einem Altenheim gearbeitet. Zwar in Anführungszeichen nur als Fußpflege, aber trotzdem kriegt man da genügend Dinge mit, die man nicht so mitbekommen möchte. Ein ganz kurzes Beispiel: Es gab zwei große Menschen, also Herren waren das in diesem Heim. Es gab aber nur ein Bett für einen großen Mann. Heißt, dieser andere Mann musste leider immer in einem zu kleinen Bett liegen. Infolgedessen sind die Füße immer an die Bettkante gestoßen und waren natürlich dann auch immer offen. Oh Und so etwas nein. darf es einfach nicht geben. Und deshalb ist meine Idee oder meine Vision, einen Pflegebauernhof zu gründen, wo halt alte Menschen und auch alte Tiere, weil auch die alten Tiere, Welpen kriegt man immer los, andere Hunde auch, aber um die alten Hunde oder Pferde oder Katzen kümmert sich auch niemand. Es kann natürlich nicht sein, dass ich da ganz viele Tiere aufnehme, weil ich möchte natürlich keinen Gnadenhof. Das funktioniert dann nicht. Aber zum Beispiel dieser Pflegebauernhof ist dann für 24 Menschen konzipiert und die können dann ihre Hunde oder Katzen, die sie dann haben, mitbringen. Und falls der Bewohner vor dem Tier stirbt, kann das Tier natürlich da bleiben. Und auch Platz für Pferde wird da sein. Natürlich nicht für so viele, also es sollten wahrscheinlich 6 werden. Und das ist dann auch meine große Aufgabe. Das ist dann eine Reha-Station für Pferde mit dem Schwerpunkt an der Nordsee natürlich Atemwege. Und Okay. auch bei den Menschen ist das das Hauptthema. Also bei mir gibt es dann zum Beispiel auch eine Ionisierung der Luft im Stall. Oder auch bei den alten, bei den älteren Herrschaften. Weil wenn du eine Ionisierung hast, dann hast du auf jeden Fall schon viel weniger Bakterien oder was auch immer in der Luft rumfliegt und du bist einfach schon viel gesünder, weil das Immunsystem nicht so angegriffen wird. Und da gibt es ganz viele andere Ideen noch. Auf jeden Fall soll das ein Zuhause werden, wo alte Menschen und alte Tiere leben und sich gegenseitig Liebe und Geborgenheit geben können? Und das ist mein Plan und Okay. meine Vision. Und das werden wir Und den ganz Hof. sicher nochmal aufgreifen, weil da müssen wir ja alle zusammenhalten und sagen, okay, es braucht eine Finanzierung. Aber eben eine Finanzierung, dass alle miteinander, ja, ich habe da mit meiner 90-jährigen Dame geredet, hat gesagt, oh, wo ist das? Ich gehe da gerade hin. Die kann ja kaum mehr laufen, aber sie hat gesagt, runterbücken und den Katzen Futter geben und das kann ich alles noch. Also wirklich ein Zusammenleben. Und das Zusammenleben sollen wir die Tiere, die es bereits gibt, eben die vielen Abertausenden, die in der Schweiz und in Deutschland leben, dass wir ihnen ein gutes Leben ermöglichen. Und wenn die Tiere nicht so tun, ist es meistens bei uns. Also wenn ich nervös bin, dann ist das Tier bestimmt auch nervös. Oder ich kann mich nur gut an meine Katze erinnern, wenn ich so von irgendwas genervt war. Dann ist sie nicht gekommen, hat sich fast nicht getraut hinzusetzen, weil sie gedacht hat, im nächsten Moment fliegt sie runter. Eben, das gibt's mal. Aber bitte nicht die Tiere einfach dann aussetzen. Nur Ja. weil Ja, es oder weil schön wir halt ist. eben,
Ja, oder weil sie auch älter werden und dann natürlich auch krank werden. Deshalb nochmal meine Bitte, wenn ich mich für ein Tier entscheide, bitte überlegt, dass ihr wirklich lange Zeit an diesem Tier halt eben habt und dass das Tier auch irgendwann mal sterben wird. Das kommt dann auch Also dazu. hier habe ich so diese 12 Punkte. Ja. Das ist eine Webseite, da könnt ihr euch nachher mal reingucken und unsere Worte zu Herzen nehmen. Das Haustier ist ein Spiegel, ob ihr das wahrhaben wollt oder nicht. Und wenn ihr mit den Tieren nicht reden könnt, da gibt es hier der Dr. Doolittle, meine liebe Claudia. Sie hilft euch auch über die Ferne, kommt alles nachher unten rein. Was möchtest du noch irgendwas anhängen, liebe Claudia? Ja, ich möchte einfach die Menschen nochmal dazu aufrufen, wie ich schon gesagt habe. Schaut einfach hin, was dein Tier von dir möchte und hört ihm auch zu. Und es ist ganz einfach, weil Tiere reden mit dem, der zuhört. Das, Okay. ja, ist sozusagen das Wort zum Sonntag. Nee, das Wort zum Mittwoch haben wir heute. Das war so Mittwoch eben. Und denkt immer dran, so wie der Hund, so der Meister, so wie der Meister, so der Hund. Und mit diesen Worten würde ich doch für heute schließen. Ganz herzlichen Dank. Eben Magic Talk oder Magic Talks. Und sie ist die Magic Frau, die ihr braucht, wenn ihr mit dem Tier wieder auf Kommunikation gehen wollt. Also, vielen herzlichen Dank nach Lübeck, liebe Claudia, und bis ganz bald wieder. Ja, und herzlichen Dank, dass dabei sein durfte. Gerne. Tschüss, ciao, ciao. Tschüss.